Da kommt der nächste. Eine Dorfsiedlung wurde gegründet. Lightcastle klingt gleich viel positiver. Ja, die haben schon Ressourcen. Wir lassen sie jetzt einfach mal ganz hier stehen und hier laufen. Hoffen, dass es sich jetzt nicht zu schnell pusht. Und ja, genau, würde ich so sagen. Ich denke, es ist jetzt das Level. Granary Challenge Start. Okay. Ja, das ist die Granary, wollte ich auch nachgucken, hatte ich noch gar nicht. Die Granary Challenge ist das. Nee, das ist der Market, der ausgebaut wird. Die brauchen 120 Wohlstand. Okay. Das haben wir auch erreicht. Eine Nachbarschaft mit mehr als 20 Wohlstand. Okay, wunderbar. Also 120 Wohlstand. Jetzt muss ich mal schauen. Ich würde sagen, wir gehen mal mit ihm hier hin und tauschen diese mal gegen eine Mine aus mit Wohlstand. Und bauen dann daneben nochmal hier so ein Ding hin. Da haben wir zwei. Und bauen dann hier auch nochmal Tiere hin. Weil dieser gibt ja auch Bonus für jedes Tier. Brauchen wir also noch zwei Stück hier und dann sicher weiter hier oder hier oder da, ja, oder dort oder nirgendwo oder überall. Ja, ich denke, so machen wir das. Genau, so machen wir das. Und dann diese Känguru-Ratten, die bauen wir dann hier nochmal hin, dann brauchen wir den. Können wir schon mal hier platzieren. Aber wie gesagt, soll ich nur aufpassen, nicht zu schnell. So, dich brauchen wir gerade nicht. Ihr wachst und gedeiht jetzt langsam. Lasst euch Zeit. Ihr habt alle Zeit der Welt. 9 Minuten haben wir noch. Ihr bleibt so, wie ihr seid. Ihr seid super. Ihr dürft so bleiben, wie ihr seid. So, toll. Mein. Was gibt es Schöneres, als einfach so zu sein, wie man will? So, wir gerne laufen los. Und ich sehe gerade, durch die ganze Pause machen, hat sich das jetzt hier gerade schon auf 34 Minuten. Ich muss mal gucken, wie lang die Einzelteile werden, aber ich denke, das passt nachher. Irgendwie kriege ich das schon hin. So. Okay. Er stellt sich erstmal wieder hin. Und du kommst hin und baust die neu. Ja, den Pflanzen könnten wir jetzt eh nicht bauen. Die Pflanzen wird Wohlstand, nicht Wohlstand, sondern Technologie. Technologie brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Also ist das besser, dass wir tauschen das aus gegen eine Quarzmine. So, und das haben wir jetzt getan. Steigen, wir haben jetzt hier die Technologie über. Macht nichts, die tauschen wir gleich auch nochmal um. Und der nötigste Zettel weg. Musik ist weg. Spielmusik. Macht nichts. So, hier genau, wollte ich gucken, die Granary. Braucht 30 Nahrung. Okay. Das kriegt ihr auch hin. Dann machen wir mal eben hier. Hier wollte ich die eben machen. So, kommt ihr nochmal rein. Genau, jetzt auch nochmal ein Push. Dann könnt ihr irgendwo wachsen und dann kannst du mal hier rüberlaufen. Und hier nochmal Makrelen. Denn wir haben wir ja schon überall. Ja, dann können hier nochmal Makrelen, weil die haben 3 Reichweite. Das heißt, diese Felder werden mitgepusht. Und 30 brauchen sie. Okay. Mit Mineral in Reichweite. Die haben Tiere in Reichweite. Und die brauchen bloß für Pflanzen. Ja, dann bauen wir hier mal ein bisschen um. Okay, dann kommt ihr jetzt hier zu Gange. Und könnt hier mal Pflanzen setzen. Genau. Jetzt kommt, wollt die anderen Projekte bauen, brauchen sie auch einmal ganz andere Dinge. Man muss dann ein bisschen umplanen. Jetzt hat unser Waldgigant aber wieder was zu tun. Ist doch auch schön. Der kommt ja angestampft. Und setzt hier eine Blueberry, eine Blaubeere hin. Welche neben weiteren Pflanzen noch mehr Nahrung bringt. Aber wir haben jetzt hier schon diesen Bonus ausgenutzt und können jetzt hier erstmal warten, dass das ausgenutzt wird, damit wir nicht am Ende zu gierig werden. So. Und wie weit sind die jetzt weg von den 100? Noch 10, okay. Gut. Das heißt, hier haben wir die Kühen. Genau, dann wollten wir ja hier noch eine Mine nebensetzen. Dafür haben wir den ja schon da, und zwar diese hier.
dann müsste das eigentlich passen. Dann habt ihr auch genug und könnt auch über 100 wachsen. Und dann könnten wir eigentlich mal gucken, dass wir dieses Mal das mal abreißen. Ja, das reißen wir ab. Also einfach im Grunde, es gibt eine Errungenschaft, die nennt sich agrikulturell oder so ähnlich. Wenn man ein Dorf nur mit Tieren und Pflanzen besetzt. Also setzen wir erstmal um. Packen hier Pflanzen hin. Und haben somit zwar weniger Wohlstand, aber das macht nichts. Und haben somit hier auf jeden Fall. Was rede ich jetzt hier gerade für Müll? Haben jetzt hier nämlich nur Tiere und Pflanzen. Die Tiere hier, die Makrele zum Beispiel, und hier die Pflanzen. Und haben dann diesen Erfolg auch gleich noch mitgenommen. Jetzt müsst ihr nur noch auf 100 kommen. Ihr habt jetzt 36, aber ich denke, das sollte schaffbar sein. Ihr solltet jetzt auch auf 100 kommen können. Ja, 106 habt ihr, wunderbar. Ihr dürft so bleiben, wie ihr seid. Ihr dürft in Ruhe wachsen. Ein bisschen hier habt ihr schon. Ich hoffe aber, sollte nicht zu weit steigen. Und ihr seid wunderbar, ihr seid toll, ihr dürft auch so bleiben. Dann kümmern wir uns jetzt mal ganz in Ruhe um Light Castle, das Walddorf. Und die haben in 3 Punkten die Granary abgeschlossen. Granary for Peaceful Farmers and Gatherers. Also ich glaube, es ist wie eine Lagerhalle, ne? Ich muss mal googeln danach. Muss mal bei der Übersetzungsseite mal gucken. Habe ich jetzt mal echt vergessen. Ein Wald, also da ist entstanden. Das ist ja auch sehr schön. Da können wir doch gleich mal gucken, wo wir den Waldbegleiter absetzen. Nein, wir können nicht gucken. Wir müssen ihn... Moment. Nein, wir können es... Ja, alle haben einen. Also können wir jetzt ganz in Ruhe mal schauen, wer noch einen haben könnte. Ja, für den Crystal-Aspekt. Ja, dann auch nehmen wir den noch einfach mal hier. Dann haben wir das hier voll. Was auch ein guter Tipp ist für euch für die nächsten Spiele, wenn ihr gerne viele Begleiter haben wollt. Baut euch ein oder zwei Hauptdörfer auf, die euch viel Prosperity liefern, und dann immer mal wieder hier kleine Nebendörfer, die nur ein Projekt fertig machen und dann fertig sind. Weil gerade am Anfang kriegt ihr dann ganz fix ein paar zu Rande. Nachher, wenn man dann 6 Dörfer oder so, es gibt auch einen Erfolg mit 6 Dörfern, aber die gleichzeitig zu erhalten, das ist echt viel Arbeit. Da muss man schon ein bisschen Training für haben. Das läuft hier. Ihr habt mittlerweile schon 45 und sie hat auch gewachsen. Sehe ich. Ja, dann machen wir mal das, was ich jetzt machen wollte. Und zwar wollte ich gerne hier noch eine Pflanze hinsetzen. Und die dann umwandeln in eine Erdbeere, weil nämlich die Blaubeere hat nämlich einen Bonus. Die bekommt plus 10 Food, wenn sie neben einer Erdbeere ist. Und da ist es natürlich ganz praktisch, wenn die Erdbeere direkt in der Mitte ist. Für die Erdbeere brauchen wir den Lesser Leaf Aspekt. Also den niedrigen Blatt-Aspekt. Ein Projekt ist dabei auszulaufen. Welches Projekt läuft denn aus? Mal gucken. Ihr habt fertig. Das hier. Ach so. Ja. Das hier läuft aus. Warte mal. Dann machen wir das nochmal so. Nein, so machen wir das nicht. Wir machen mal kurz Pause. Ihr könnt das, ne? Ja, hier. Wir schicken ihn mal hier hin und gucken mal, dass wir das pushen. Vielleicht kriegen wir das dann auch hin, dass wir das fertigstellen. Wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Aber wenn wir eh jetzt nichts anderes machen. So, und hier wollten wir jetzt den Blattaspekt benutzen, damit wir die Blaubeeren zu Erdbeeren machen und somit den Bonus von beiden Blaubeeren ausnutzen können. Ihr seht, es ist nochmal gestiegen. Jetzt haben wir hier schon 97. Und sollten damit auch auf die 100 kommen. In hoffentlich 2,5 Minuten. Also legt los, wachset und gedeiht. Und dann gucken wir mal hier, ob wir es hier in Ruhe auf... Was ist jetzt passiert? 25, manchmal kommen so komische Musik und da... Ach so! Das bedeutet, dass ein neuer Siedler bereit ist. Aber wir wollen keinen neuen Siedler. Wir wollen jetzt kein weiteres Dorf anfangen. Sondern einfach hier unsere Dörfer, dass sie so stehen bleiben und sich jetzt endlich auch anfangen zu vernichten. So, er hat den gepusht, das ist sehr schön. Dann kannst du gleich mal weitermachen und kannst den nächsten auch noch pushen. Dann machst du sehr gut. Da kriegen wir den Kristallaspekt. Könnten jetzt die Minen auch aufwerten. Wollen wir aber nicht. Wir wollen aber bleiben, wie es ist.
Ich sehe schon, es wird knapp. Aber gut, dann machen wir das mal so. Dann packen wir mal hier noch den Müll hin. Wir haben den ja gerade hier stehen. Und pushen den nochmal. Und schauen mal. 12 Welt gegen eine Pflanze. Wir haben nichts als Mühle. Agathe haben wir gebaut. Plus 10 neben einem Tier. Ja, das kriegen wir hin. Haben jetzt 118. Dann bauen wir mal hier noch ein Tier hin. Dann sieht sie nämlich neben dem Tier und gibt nochmal plus 10. Und jede Menge Nahrung. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass sie nicht gierig werden auf dem letzten Meter. Aber sie sollten das Projekt noch fertig schaffen. Falls wir nicht das da einschlafen. 50 Sekunden. Ah, wir haben noch eine Wüstensiedlung dazu bekommen. Die wurde hier gegründet, weil wir hier oben Tiere gesetzt haben und diese Felder mitnutzen können. Das macht nichts. Die Wüstensiedlung kann Wüstensiedlung bleiben. Wir haben jetzt noch 39 Sekunden. Mal gucken, wie sieht unser Dorf aus. 89 Prosperity. Oha, das wird knapp. 90. Ich habe mir den Timer runterlaufen. 30 Sekunden. Also das Spiel hört nicht sofort auf, sondern... Schreien schon, ist egal. Das hört nicht sofort auf, das Spiel, sondern die Giganten fangen dann langsam an einzuschlafen. Es kann also durchaus sein, dass wir noch eine Minute länger haben. Und diese Minute könnte es jetzt auch ausschlaggebend sein dafür, dass wir diese drei Errungenschaften abschließen. Noch drei. Oh, noch 8 Sekunden. Liebe Giganten, schlaft nicht sofort ein. Lasst mir bitte noch diese 7 Punkte in der Prosperity. Warte mal, vielleicht kann ich dann auch mal ein bisschen pushen. Ich fange an einzuschlafen. Hier, bufft mal ein bisschen. Dann kann die Technologie noch ein bisschen wachsen, wo du einschläfst. Nein, hier, da. Oh nein, es schläft ein. Oh. 4 Punkte. Du bist noch wach. Du musst noch wach. Du musst noch was tun. Hier, bufft mal nochmal. Ach, es geht gar nicht. Geh mal einfach mal hier hin. Bleib mal wach, mach ein bisschen Sport. 3 Punkte noch. Nein, nicht einschlafen. Ihr seid noch wach, bleibt mal noch wach, bitte. Oh. Market Challenge, das fällt, macht nichts. Oh, der Gigant schläft auch ein. Noch ein Punkt. Noch ein Punkt, bitte, Ozean Gigant, gib uns diesen einen Punkt. Da seht ihr es, 99. 100, wir haben es geschafft. Wir haben 100 in jedem Dorf erreicht. Mein heutiges Spielziel wurde geschafft. Ich bin so happy. Im letzten habe ich es nicht geschafft. Dafür gab es Krieg. Wir mussten sogar ein Dorf zerstören. Es war sehr knapp. Aber ich hoffe, es war trotzdem ein bisschen spannend. Und ja, das ist das Ende. Wir haben den ich zähle das gleich auf. Einige Errungenschaften freigeschaltet. Wie ihr seht, ui, wir waren fleißig. Also, wir haben die Sumpfsiedlung. Hier in Ära in der Sumpfsiedlung mit 100. Prosperity haben wir abgeschlossen. Dann haben wir eine Ära abgeschlossen mit einem komplett upgradeten Projekt. Dadurch haben wir diese Sachen freigeschaltet. Den White Willow, Papaya-Pflanze. Dann haben wir in einer Ära 250 Prosperity geschafft. Dadurch haben wir die Drachenfrucht freigeschaltet. Wir haben den Wild Tribe geschaffen. 100 Prosperity-Punkte in der Waldsiedlung. Dadurch haben wir das Reh haben wir dadurch freigeschaltet. Dann haben wir Desert Tribe geschafft. Dadurch haben wir die Fähigkeit Onyx-Minen zu machen freigeschaltet. Ihr seht, da unter ist es noch so ein bisschen buggy, aber macht denkbar nichts dabei. Und wir haben Aristokratie freigeschaltet. 150 Prosperity, indem man nur Tiere und Pflanzen benutzt. Das ist ein Gegenstück zu Agrikulturell. Dafür haben wir das ich bin jetzt gerade ein bisschen unschlüssig, muss ich mal googeln. Auf jeden Fall haben wir dann 6 Stück schon geschafft. Wir sind so gut. Mal gucken, wie viel wir in den nächsten 30 Minuten schaffen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.